Herb's Reeve, der neue Duft von Hermès. Ja, lohnt sich dieser, ja, neueste Flanker? Ich betone Flanker. Es gibt ja schon zwei, die davor stehen und da, ja, möchte ich euch jetzt mal eine Antwort drauf geben. Ich fand die ersten zwei, ich habe ja ein Video gemacht, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, schon etwas länger. Ich fand die sehr gut. Fand die beiden sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der dritte, Herb's Reeve, wenn richtig ausgesprochen. Jeder spricht das irgendwie anders aus. Und ja, ich werde euch mal erzählen, warum ich den erstmal hier in klein nur habe und ob ich ihn wirklich noch in groß kaufen möchte. Ja, das gleich. Ja, ich bin zurück in Hamburg, Freunde. Mein Name ist Dennis immer noch, für die Neuen, die das nicht wissen, a.k.a. Fragrance Doc. Ja, so schnell geht der oder ist der Urlaub um und schon bin ich wieder in Hamburg. Ja, aber das ist schon wichtig, H24 Herb's Reeve hat einen neuen Duft bzw. Hermès mit H24. Der dritte Teil ist am Start. Und ja, wie ist dieser Duft? Lohnt sich dieser Duft? Zum Flakon muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist im Endeffekt genau derselbe, nur etwas grüner wie diese beiden Brüder hier, die ich ja in 100 ml besitze. Und ich hatte vorher sehr viel Proben und so weiter, deswegen habe ich nicht so viel hier bis jetzt benutzt. Und ich benutze diese Düfte auch grundsätzlich nur im Sommer bzw. Frühling. Und nun kommt dieser Duft, also der Flakon ist jetzt ja grün gehalten. Und das seht ihr auch hier in dieser kleinen Mini-Natur, ist auch nicht schlecht. Ja, und zum Duft muss ich sagen, ich habe auch hier wieder ein paar Abfüllungen und ich gehe stark davon aus, dass er in meine Sammlung wandern wird. Warum? Ich finde, dass dieser dritte Teil oder dritte Ableger von Hermès H24 auf jeden Fall der beste ist. Aber nicht in allen Punkten, gleich vorweg, nicht in allen Punkten. Er ist aber, wenn man die Kopfnote ist so und so, einer der besten frischen Düfte, die es eigentlich mitgibt. Na, es gibt einige, aber der H24 hat sich da gut rein katapultiert. Richtig nice Kopfnote. Fruchtig, frisch. Und das muss man erstmal so hinkriegen. Alle drei Ableger sehr nice. Nur, dass dieser hier, der neue, noch ein bisschen spritziger, runder, tiefer, ja, mehr Full-Size ist. Also gefällt mir. Also was die Kopfnote angeht, am besten. Das muss man sagen. Er überholt also das Eau de Toilette und das Eau de Parfum, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ich fand die schon wirklich so genial. Ich fand allerdings, dass der zweite Ableger oder der erste Ableger im Endeffekt ein bisschen nach Gras gerochen hat, was ich persönlich ja nicht unbedingt schlecht finde in dem Fall, weil das passte so. Das teilt aber nicht jeder. Aber ich finde, das hat so ein bisschen so ein Touch. Aber er hier ist im Endeffekt ein bisschen grüner, fruchtiger und schön, ja, runder, tiefer einfach. Dieser Duft kommt grundsätzlich über die Birne. Hier ist es ein Birnen-Sorbet und Kräuter. Ja, es ist ein grüner Kräutertee, würde ich fast gar nicht behaupten, aber er kommt schon sehr über die Birne, über das Birnen-Sorbet in dem Fall. So, Birne, Birnen-Sorbet, ist in einem Duft auch irgendwie Lachs, aber das merkt man. Die Birne kommt in allem von diesen ganzen drei Düften sehr gut rüber und das gefällt mir. So, wer Birne mag, ne, zum Beispiel, ich will jetzt keinen Vergleich machen, lassen wir es. Wer Birne mag, der wird diesen Duft lieben und er bleibt lange präsent oder die Kopfnote bleibt lange mit dieser Birnennote. Wie gesagt, hier ist die Birne runder, erwachsener, tiefer, strahlender und ein bisschen zitrischer, grüner oder krautiger in dem Fall. So, so könnte man das betiteln. Ich habe aber auch ein, was heißt, es ist schwer, einen kleinen Minuspunkt. Vielleicht ist die Haltbarkeit. Ich finde, dass er nicht stärker ist in der Haltbarkeit als seine Vorgänger. Jedenfalls da, wo ich den jetzt bis jetzt getestet habe. Das ist Tagesform, das ist hautabhängig und so weiter und so fort. Aber ich habe ihn bei der Abreise aus dem Urlaub getragen und da sollte man das auch schon merken und die ganze Zeit, ja, die Ziage ist jetzt auch nicht so stark. Ich muss aber sagen, dies bei allen jetzt, das ist kein Beast-Mode-Duft, ne, von keinen der drei. Nur ich finde einfach, dass hier das ein bisschen ruhiger ist. Ab und zu habe ich gedacht, er ist gar nicht mehr da, aber dann kommt er so rum und man riecht ihn doch noch. Aber nach 6 Stunden finde ich, ist bei mir Endstation, wo man ihn gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist vielleicht, wenn man dann abends irgendwie ankommt und dann sich irgendwie
Ja, dann riecht man ihn vielleicht noch, aber vielleicht. Ne? Die Betonung liegt hier wirklich auf vielleicht und nicht auf nice, ne? Wie ich immer sonst so schön sage. Zum Preis muss ich sagen, wenn man sich die Preise aktuell mal im Designerbereich anschaut, liegt dieser Duft bei 100 ml, ich nehme immer 100 ml, wenn es das gibt, 100 ml bei 139 Euro. Wir reden hier nicht von Internet, wir reden hier auch nicht von irgendwie runtergesetzt. Hauptpreis 139 Euro und so. Und da muss man mal überlegen, dass der der Hugo Boss The Scent, der neue, der Elixier, 150 Euro kostet. Schon ist ja Hugo Boss teurer als Hermes. Respekt dafür und dafür muss man sagen, ist der Preis gut. Ein bisschen mehr Dampf hätte er haben können, aber vielleicht, ne, der Sommer oder wenn es richtig warm wird, der Frühling, Sommer steht noch vor der Tür und deswegen, wir werden dann mal sehen. Ich habe, wie gesagt, das alte Video auch gemacht zu den beiden Düften. Vor ein Jahr, anderthalb Jahren, keine Ahnung, oder vor zwei Jahren. Ach, guckt einfach mal unter meinen ganzen Playlisten. Ihr werdet auf jeden Fall, oder gibt Age24 ein, dann werdet ihr mein Video auch irgendwo finden. Auf jeden Fall, der lohnt sich. Ich würde jetzt aber zum Fazit vielleicht nicht sagen, dass es der beste Hermes oder frische Hermes-Duft ist, weil an diesen Eau Givre, wenn richtig ausgesprochen, Eau Givre, kommt auch der nicht ran. Weil das ist wirklich ein Duft. Ich weiß nicht, warte mal. Ja, das ist der, also der zerstört. Das ist so ein geiler Sommerduft und auch Frühlingsduft. Ne, wie gesagt, der ist sehr gut, aber der Eau Givre ist doch noch mal ein bisschen besser in meinen Augen. Aber er kommt gleich danach oder die Reihen sich, die Reihen, heute ist er wirklich der Tag, heute ist der goldene Abendstern, habe ich das Gefühl. Die Reihen sich auf jeden Fall komplett dahinter ein und der neue auch. Also ihr solltet ihn testen. Wenn ihr die Ableger mögt, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall auch mal ja unter der Nase führen. Warum? Wie gesagt, er ist tiefer, runder, spritziger, grüner oder kräutiger oder ne, krautiger, wie auch immer und so weiter und so fort. Und da, das macht für mich schon ein bisschen was aus. Ich habe erst gedacht, ich habe ihn gerochen. Ja, geil. Da habe ich gesagt, okay, warte mal. Ich sprühe mir mal das Eau de Toilette auf und dann den anderen, den zweiten, der als zweites kam. Und dann konnte man wirklich sehen, Moment mal, okay, er lohnt sich doch. Klar, die Kopfnote kann auch hier blenden. Es bleibt ja nicht unbedingt so grün, krautig mehr. Aber schon immer noch ein bisschen mehr als seine Brüder. Ob man 139 Euro, wenn man die anderen hat, ich habe jetzt beide, ich denke mal, man kann das machen, wenn man es mal über hat oder wenn man das nicht vergisst. Ich vergesse den, wahrscheinlich vergesse ich den jetzt auch erstmal wieder, bis dann der Frühling kommt. Aber ich muss dann, oder ich sage, weil Hamburg, ne, wir waren in Urlaub, Sylt, 6 Grad, das ist ja noch kein Frühling. Ne? Und deswegen, ja, das habe ich den hier an der Hand. Ist schon, also das Bernen, so B ist hier viel stärker präsenter und eben auch, der ist geil. Testet ihn einfach. Ihr werdet ihn mögen, wenn ihr die anderen mögt. Aber ihr müsst selber entscheiden, ob ihr 139 für 100 ml ausgeben wollt, wenn ihr die anderen schon habt. Aber ich glaube, wer ein richtiger Fan davon ist und das noch ein bisschen erwachsener, mehr luxuriöser haben möchte, ein bisschen besser, abgerundeter, der sollte sich den mal angucken. Also, das war's. Schreibt mal runter, kennt ihr den Duft? Und wie findet ihr ihn? Und dann sehen wir uns bald wieder. Also, reinhauen.